So, vielleicht kennst du das. Sorry, ich bin sehr hungrig. Ich bin gerade gekommen, aber ich habe den Gedanken bekommen für dieses Video und mir ist es sehr wichtig. Vielleicht kennst du das. Narzissten haben, wie wir schon gesagt haben, ein geringes Selbstwertgefühl und projizieren alles von sich auf dich. Das heißt, jedes Mal, wenn du besser wirst, versuchen sie dich zu stoppen. Wie? Geringes Selbstwertgefühl. Sie geben es dir weiter. Beispielsweise, du arbeitest an dir, an deinem Aussehen. Sie machen sich lustig über dich, weil du auf einmal andere Haare hast. Du wirst immer ruhiger, konfidenter, fühlst dich immer wohl an deiner Haut und sie versuchen dich die ganze Zeit zu provozieren. Und da sagen dir beispielsweise, du hast gelernt zu kochen oder sonst irgendwas, du sorgst für dich selbst und deine narzisstische Mutter beispielsweise sagt sowas zu dir wie, ja, deine arme Frau, die dich später mal hat und sowas. Solche dummen Kommentare, obwohl du ganz genau weißt, die Person, die mich später hat, kann sich glücklich schätzen, wenn sie so einen guten Menschen kriegt wie mich. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Diese Narzissten werden ihre Unsicherheiten auf dich projizieren. Sie werden alles versuchen, um dich zu stoppen, nur weil sie sehen, dass du ein Leben hast, dass du dich selbst gefunden hast, weil du weißt, was du willst. Oh wow. Get alive, denke ich mir. Weil jemand, der Dinge zu tun hat, der hat keine Zeit, um anderen hinterherzuschauen. Ich arbeite an mir. Warum soll ich links und rechts gucken? Ich habe einen Tunnelblick. Ich weiß, wohin es geht. Ich habe einen Traum. Ich habe eine Vision. Ich habe ein Ziel. Und da geht's hin. Die Narzissten haben nichts, nichts und wieder nichts. Deswegen gucken sie immer nach anderen. Deswegen, sobald du besser wirst, versuchen sie dich wieder schlecht zu machen. Indem sie dir Schuldgefühle geben. Indem sie dir deine Unsicherheiten wiedergeben und sowas. Wenn du vielleicht in der Vergangenheit irgendwie unsicher warst in irgendwas oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, diese ganzen Sprüche, die seit deiner Kindheit du immer gehört hast, wie, ja, deine arme Partnerin irgendwann, dein armer Partner irgendwann, wenn die dich haben müssen, ah, ohne mich kommst du gar nicht klar und lauter solche Dinge. Und warte ab, wenn du ausziehst und so, ihr kommt eh wieder zurück und bla 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 bla. Obwohl du froh bist, endlich von da weg zu sein, beispielsweise. Und was ich damit sagen will, ist einfach, gib nicht immer dem ganzen Negativen, das dir gesagt wird, so viel Aufmerksamkeit, weil oftmals sagen Menschen nur das, was sie über sich selbst denken, negativ zu dir. Sie denken negativ über sich selbst, können das nicht wahrhaben und wollen das auf andere projizieren, damit sie sich wieder besser fühlen. Krank, aber so ist es. Fazit: Es sind keine gesunden Menschen. Diese Menschen haben sehr starke Probleme. Und deswegen müssen sie ihre Probleme kompensieren, indem sie andere Menschen schlecht machen, indem sie hingehen und andere Menschen runterziehen, auf ihr Niveau, auf ihr Level, auf ihre Frequenz, auf ihre Vibration, die sehr, 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 sehr niedrig ist. Aber jemand, der hoch schwingt, wirklich und auf einer hohen Frequenz, auf einer hohen Vibration ist und wirklich die ganze Zeit all time high und wirklich high purpose und du gehst deinen Weg. Natürlich wirst du attackiert. Natürlich bekommst du die ganze Zeit gesagt, wie schlecht du bist, weil diese Menschen nie kommen können und dir sagen können ins Gesicht, dass du gut bist, dass du gut aussiehst, dass du
einen Wert hast oder sonst irgendwas. Die versuchen ständig deinen Wert runterzuschrauben. Deswegen, in diesem Sinne, fokussiere dich auf deinen eigenen Wert. Hör nicht auf andere Menschen, die meinen, dass sie dich kennen. Du kennst dich selbst. Du hast dich selbst kennengelernt. Lass dir diese Erkenntnis von niemandem nehmen. Peace.